Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu Planet Coaster. Wir machen weiter hier mit unserem kleinen Plaza. Guckt euch mal hier die Menge an Tauben an. Eieiei. Wo kommen die denn her? Die Vögel, oh nein! Sie überfallen uns! Ja. So, meine Idee war jetzt gerade, als ich mir das so von oben ein bisschen betrachtet habe, dass doch hier eigentlich auch noch ganz schön ein Ort wäre für eine Toilette. Man kann ja gefühlt nie genug Toiletten haben. Oder irgendeinen Imbiss. Den könnte ich mir da auch noch sehr gut vorstellen. Lasst uns mal dieses Gebäude bearbeiten und gucken, ob wir das hinkriegen. Nee, ich muss da rein. Was würde sich denn hier vielleicht noch anbieten? Was zu trinken geht immer, ne? Die Leute haben viel zu viel Durst immer. Was haben wir denn? Milchshake, Energy, Slush, Soda, Juice, Smoothie, Wasser und Kaffee. Was haben wir denn hier drin? Sieht nach einfachem Wasser aus, ne? Ansonsten haben wir hier keine Möglichkeit, was zu trinken, außer der Automat. Dann machen wir hier doch vielleicht einfach mal ein paar Smoothies. Aus der Höhe. So wärst du auf der gleichen Höhe, ne? Ja, eigentlich auch gar nicht dazu gehören. Aber so wäre eigentlich ganz okay, ne? Doch so ein Ticken weiter hinten. So, aber ich glaube, da ist der Weg jetzt im Weg. Dann geht das nicht. Der Weg ist im Weg. Hahaha. Aber warum ging das da mit dem Personalgebäude? Verstehe ich nicht. Ziehen wir das hier hin? Würde trotzdem noch gehen, ne? Komm. Wir platzieren es mal da. So. Dann können wir mit dem Weg eventuell hier auch noch mal weiter abrunden. So ungefähr. Sehr schön. Gefällt mir. Gut. Mülleimer kann dann. Oh, kann der hier vielleicht in diese Lücke irgendwie? Das wäre doch ganz gut. Jetzt müssen wir nur den Boden irgendwie anpassen und verkleinern. Oder warten wir damit noch? Damit könnten wir auch noch warten, ne? Oh, das kommt direkt gut an. Aber hier ist auch immer viel los. Vielleicht können wir das. Cent, wenn man da abheben will. Aber generell eigentlich Minus, ne? Machen wir den dann weg? Oh, der macht eigentlich ganz gut Plus, ne? Aber hier, du machst auch Minus. Pass auf, dann machen wir dich definitiv mal weg. So. Tschüss. Euch würde ich ansonsten verschieben. Sieht ja grausam aus. Hier, ich weiß halt nicht, wie ich das Gebäude weitermachen möchte. Ich glaube, das setzen wir dann, wenn, einfach nochmal neu. Genauso wie dich. Haben wir auch erstmal weg. So. Und dann würde ich den. Oder lassen wir den Eingang so. Können wir den nochmal ein bisschen verlegen? Jetzt zerstöre ich wieder alles. Aber den hätte ich gerne so in die Richtung.
Warteschlange, wir hatten den benutzt, ne? Das ist nicht die Warteschlange. Doch, das ist eine Warteschlange. Wenn ich jetzt das weg. Oh Gott, ja, ich wusste es. Aha. So. Sehr gut. Oder auch nicht. Es ist immer noch nicht so 100% das, was ich mir vorgestellt habe, ne? Den normalen Weg, aber bitte. Jetzt hier. Oh Gott, jetzt habe ich alles zerstört. Ihr kommt nicht weg. War das nicht? Geht das? Scheint nicht. Oh Gott, ja, ich habe es befürchtet. Nein. Dann müssen wir doch noch mal da oben. So. Das dürfen wir auf keinen Fall abreißen. Aber das. Es wird schlimmer, ne? Warum kann ich hier jetzt nicht schön? Ja, dann gefiel mir das vorher doch besser. Warte. So. Wenn wir. Ja, aber dann zerstöre ich wieder alles, ne, wenn ich den jetzt da wegnehme. Kann ich hier bitte einmal einen rechten Winkel dran anbauen? Wohin ging das doch? Ich weiß, warum das nicht geht, weil ich jetzt gerade im falschen Wegding bin. So. Und bitte 4 Meter. Warum nicht? Nein, 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 nein. Komm mal wieder hoch. So, ne? Nee, nicht ganz. Ja, hier ist wieder die große Frage, was macht sie da? Versucht den Weg irgendwie hier wieder hinzukriegen. Oh. Das war eigentlich so schön vorher. Jetzt habe ich alles zerstört. Warum geht das hier nicht mehr hübsch? Belastend. Irgendwas stimmt da ganz und gar nicht. Aber wenn ich den jetzt hier wieder wegmache, ne? Ja, haben wir wieder Probleme. Das würde funktionieren, sieht aber auch kacke aus. Krieg ich das noch wieder hin? Moment. Machen wir so.
überlege, wie ich das hier machen möchte. Oh. Warum nicht? Ja, sieht aber auch kacke aus. Wir könnten es so machen. Und so. Und daran dann die Wege wieder anknüpfen. Also hier einmal die Warteschlange. Das höher, das ist höher, ne? So. Und jetzt wieder den Quickpass. Gib mir mal bitte hier die Achterbahn. Hallo. Wie gehst du so? Ma! Oh, ihr kommt nicht weg. Ja, das ist aber blöd. Da haben wir sie. So, Premium-Eingang platzieren. Premium. Oh, jetzt sagt, das geht hier nicht. Weil das hier zu nah an dem eigentlichen Eingang ist wahrscheinlich, ne? Da würde es gehen. Moment, ich guck gerade, wo wir hier sind. Oh, die muss schon pinkeln, bevor sie sich anstellt. Das ist natürlich auch sehr gut. Ach, das ist ja jetzt Kacke. Funktioniert das hier ja alles nicht mehr mit der Treppe vom Premium Pass. Also das erste, wo es wirklich geht, wäre hier oben. Ausgang. Warte mal, wo war hier? Wo sind wir? Hier haben wir auch noch null dekoriert, ne? Geht's hier? Oh Gott. Geht's hier hoch? Hier. Hier rum. Und hier wäre der Ausgang. So, der funktioniert noch. Sehr gut. Müssen wir mal einmal gucken. Hier die Warteschlange, ob wir das irgendwie. Wahrscheinlich nicht, ne? Wo ist sie denn da? Ja, hier geht's schon direkt nicht. Wegen Treppe. Hier würde es vielleicht gehen. Nur fragt gerade Hilfe. Warte mal, nee, da müssen wir hier den Weg mal wegmachen. Nein. Kriegen wir das jetzt irgendwie wieder hin?
Oh ja, Gott sei Dank. Okay. Dann machen wir das so. Müssen wir hier nochmal ein bisschen umbauen. Das ist aber kein Ding. Jetzt mal von hier gucken. Ja, das kriegen wir hin. Ach so, ja. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Die Wand weg. Die Ranken weg. Dann brauchen wir hier so ein Durchgang-Ding. Am besten hier den. Dieses Halb. Das da. Ja, jetzt haben wir wunderbar am Plaza weitergearbeitet, ne? Ich bin auch sehr begeistert. Guck mal, das passt doch perfekt. Dann ist da der Premium-Passeingang. Müssen wir da noch irgendwie schön markieren. Dann darfst du einmal weg. Machen wir dich auch weg und machen hier halt gerade. Den Durchgang oder dieses zum Durchgucken vielleicht auch einfach weg. Der. Und hier die Wand noch zu. Ey, warum passt das hier so vorne und hinten nicht? Das müsste ja so sein. Dann seid ihr aber auch schon falsch. Dann kann da doch der drauf. So. Sehr gut. Ja, die Seite müssen wir ja immer noch eh abdecken. Stimme, bitte versage nicht. Dann machen wir hier am besten noch so einen Torbogen hin. Und hier auch dicht. Dann kann hier der Torbogen an sich weg. Der eigentlich auch, ne? Was war denn da für ein Loch? Hä? Den da gebaut. Du. Okay, ja, das. Das hier werden wir noch verkleiden. Warum ist denn die Bahn jetzt nicht auf? Passt irgendwas noch nicht, oder? Haben wir den Ausgang dafür? Ach, es ist kaputt. Ja, natürlich. Und wir haben keine Techniker. Wen wundert das denn? Ach. Wer hätte denn mit sowas gerechnet? Ich ja gar nicht. Okay. Mal, dann haben wir das doch auch fast schon kaschiert. So, das machen wir noch dicht hier. Dreh dich mal, Kamera. Ja, hier kann man ja recht gerade dann abschließen. Vielleicht kann man hier Sitzbänke machen, so für die Verwandten, die sich nicht reintrauen oder so. Ach, guck mal hier, der Weg ist ja auch noch nicht verbunden. Dann kann der Techniker ja auch noch gar nicht. Warte mal, ich gucke erstmal, dass ich das hier vielleicht hinkriege. Gott, ja, ich habe die andere Kamera wieder drin. Hilfe. Bringen wir dann nochmal so einen hin. So könnte man machen, das finde ich gut.
Jetzt müsste doch ein Techniker eigentlich in der Lage sein, zur Bahn zu kommen. Cointechniker verfügbar. Ja, was machen die denn schon wieder alle? Ich habe jetzt mittlerweile. Oh, ihr schafft es auch endlich mal raus. Ich habe mittlerweile vier Techniker. Vier Techniker für das Ding, das Ding und das Ding. Und das hier. Da habe ich vier Techniker für und es kriegt keiner geschissen, hier regelmäßig zu reparieren. Hä? Warum? Warum? Naja, gut. Okay. Ja, wir hatten mal wieder ein bisschen Wegedesaster, haben aber, denke ich mal, jetzt hier eine gute Lösung für gefunden. Wir können dann hier auch nochmal so eine Erhöhung machen mit Geländer und das hier noch ein bisschen besser verstecken. Genauso wie das muss noch eingebaut werden. Da kann man ja die, also ne, hier die Wand so bis hier ziehen. Hier auch. Dann sieht man das nicht so offensichtlich. Und dann gucken wir, wie wir den Platz hier weiter gestalten wollen, um dann ja das Gebäude so ein bisschen zu definieren. Und dann brauchen wir hier natürlich noch die Außenwände und ja, damit beschäftigen wir uns dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich an dieser Stelle recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüsselü!